Heute zur Erinnerung, the fourth day, möge die Macht mit dir sein. Margaret Thatcher, damals Premierministerin in Britannien, England, sie sagte, the force be with you, und das hat sich eingebürgert, und wir erinnern uns an Star Wars, weil möge die Macht mit dir sein, so hörte sich das an. Deswegen gibt es diesen Tag, the force be with you. Ich meine, für mich war das auch ein sehr lohnenswerter Tag, weil dann hier meistens Star Wars Kunden erscheinen. Ich hatte heute also auch, heute Morgen schon, Star Wars Kunden da. Und ja, dann ist das halt so. So, ihr wisst ja, die Lady war zweimal zu sehen, danach nicht mehr. Wurde dann durch vernichtet. Ne? Ja. So, sie sprach ja auch immer so. Na, also jeder hat ja seine Nummer, 57 Rhabarberkirchen. Na, also wie gesagt, über 2 Meter die Dame. So, ihr habt schon gemerkt, einige Figuren haben eine sogenannte Sprachausgabe. Bei manchen Figuren bin ich sehr vorsichtig, die zu aktivieren. Bei Yoda habt ihr ja gesehen, der hat einen Knopf an der Brust und dann hat er noch einen Abnehmer, einen Tonabnehmer, den ihr einstellen könnt. Und dann fängt Yoda an zu sprechen, sobald der Raum jemand betritt und so weiter und so fort. So, diese Maske, wie gesagt, kann man tragen, wurde aber sehr selten getragen, wurde auch sehr selten gekauft. So, diese Maske wurde bei manchen Videoclips verwendet, und ich bedanke mich aller, denen ich da diese Maske zugänglich, die dann damit gearbeitet. Wie gesagt, diese Videoclips kann und darf ich persönlich nicht zeigen, ich habe sie nur hergestellt im Auftrag. Da ich jetzt aber hier mein eigenes Video mache, kann ich das Video auch zeigen, deswegen kann ich auch die Maske zeigen. Ich habe noch andere Masken da, die ich jetzt aber nicht vorführe. Ich freue mich halt heute, dass heute der 4.5.2021 und es doch noch Star Wars Freunde gibt. Dass wir mit Star Wars, wie gesagt, noch ein bisschen Umsatz machen können. Und ja, wenn man halt Umsatz mit den ganzen Star Wars Figuren machen kann, freut man sich natürlich auch. Nicht nur, dass derjenige, der die gekauft hat, die Sachen, dass der freudig ist, ja, weil hier freuen sich ja immer andere. Geld ist nicht alles, aber das Geld wollen alle haben. Das ist halt so, die Macht ist das Geld und der Virus ist der Jedi, der dagegen kämpft, so ungefähr. Wir haben ein Virus in der Luft, wo keiner weiß, ja oder nein. Wir haben Geschäfte geschlossen, wir haben Unterhaltungssequenzen geschlossen, keiner kann wirklich tatsächlich. Warum ich diesen Videoclip gemacht, ist klar, nicht nur wegen Star Wars und den Fourth Day, nein, weil mich auch gerade wieder eine Nachricht ereilte, dass Oktoberfest mal wieder ausfällt. So, da ich ja nun mal involviert bin, digital, lese ich natürlich viel. Ich sehe, dass in Tirol sich entschuldigt wurde, dass dort 5000 Menschen weggesperrt wurden, weil angeblich eine südafrikanische Mutation des Virus Corona ein anderer Virus halt, und man hat sich halt entschuldigt. Darum mache ich diesen Videoclip, weil auf einer Art haben wir die Macht, die uns wirklich, und auf der anderen Seite haben wir die Jedi. Menschen, die sich Querdenker nennen, Freischäler, Freibeuter, aber nicht der Meere, sondern Freibeuter der Gerechtigkeit, sie wollen ihre Gerechtigkeit zurück. Diese hier, die Geimpften, wollen halt Privilegien, wir wollen halt mehr. Und wenn man sieht, wie viele Charaktere unter den Geimpften herumlaufen, kann es brenzlig werden. Es ist so. Im Moment ist Funkstille, im Moment ist Windstille, weil wir haben heute, wie gesagt, am 4.5. ihr auch bei euch bis zu 150 km/h. Also es fegt ganz schön der Wind. Der hat also bis 13 Uhr hier richtig gefegt und der Regen kam auch und dann auf einmal kam die große Stille. So, in der großen Stille habe ich dann diese Videos gemacht
um mich ein bisschen zu beschäftigen und frage mich, was wird aus der Macht? Wird die wirklich wie in den Filmen plötzlich Utopie und dann wird diese Utopie plötzlich zur Wahrheit? Wenn man sieht, wie Herr Söder sich nach vorne bläht und wie die anderen sich nach vorne blähen, wie auf einmal Nichtige, Unwichtige plötzlich in die Politik driften wollen, wenn dann wie AfD uns irgendwas erzählt, aber gar nichts macht. Wo ist denn die FDP, die da geklagt hat? Man hört nichts. Ja? So, ich kriege viele Nachrichten, das wisst ihr. Ich bin absolut vernetzt. Und ich habe viele hier, ihr wisst auch, was hier hin und wieder mal sitzt und dann in die Kamera. Ich kann leider nicht garantieren, dass die Leute gebildet oder nicht gebildet sind. Ich habe sehr viele Gebildete, die natürlich nicht vor die Kamera wollen. Dann habe ich sehr viele Ungebildete, die unbedingt vor die Kamera wollen. Tja, ist halt so. Meiner einer ist und bleibt neutral. Und diese Videos, die ich hier gemacht habe und hochgefahren und der Welt veröffentlicht oder in dieser digitalen Welt veröffentlicht habe, hat natürlich einen Sinn. Natürlich hat das einen Sinn, dass ich versuche, auch einen Teil beizutragen, dass wir wieder alle zusammenkommen. Ich habe schon mal erklärt, in meinem Fall kann niemand zusammenkommen, weil alle verstorben sind. Ja? An Krebs, am schwachen Herz. Viele sind am schwachen Herz gestorben, die wussten gar nicht, dass das Herz schwach ist. Aber wie ich gehört habe, dass mein erster Auszubildender mit 40 sich so sehr über sein erstes Kind gefreut hat, dass sein eigenes Herz aufhörte zu schlagen und er starb, also die fand ich schon krass. Dass der eigene Bruder mit 59 Jahren auf seinem Fahrrad am Belastungsfahrrad im Krankenhaus verstorben, weil die Helfer, die ihn angeschnallt und alles, ihn dazu, hauen sie rein und dann war Feierabend. Ja, ja, und andere haben sich selbst weggemacht, weil sie das nicht mehr ertragen haben, allein zu sein. Viele sind wirklich tatsächlich allein und sowas hier gibt es nun mal nicht. Ne? Ist egal, was dieser Stormtrooper hier auch von sich gegeben hat in seinem ersten Teil, wo er aufgetreten ist. Submit your blaster for inspection. Report my division at once. Move to your ships now. On my command. Fire FM-287. Submit your blaster for inspection. All right to see you. I see you. Okay, also wie gesagt, das gute Stück kann man tragen, ne? Kann man tragen, kann man aber auch sein lassen. Ich begrüße euch total und recht herzlich bei den allgemeinen Videoclips im Sondersender NRW und Ultra HD Web TV. Ich denke mir sicher hier was Besseres aus, wie jetzt hier zu sitzen und euch die Wahrheit und nicht als die Wahrheit zu verkünden. Star Wars war eine super tolle Geschichte und wird wohl auch immer eine super tolle Geschichte sein. Auf eins möchte ich noch verweisen, die Hörspiele bei YouTube machen natürlich sogar noch mehr Spaß. Ja? Marajush, ja, Marajush, ich bin die Tochter von Darth Vader, wenn Leia das zu den Leuten da sagt, hört sich im Hörspiel sowas fantastisch an, sowas gab es nicht. So, bei Rogue One, die letzte Szene mit Leia, wie sie sich umdrehte und sagte, Hope. Die Hoffnung stirbt nicht. Na, also Hammer. Ne? Und all solche Sachen. So, und dann, wie gesagt, Luke Skywalker auch animiert bei Mandalorian in der letzten Sequenz, wie er sich den Kleinen da geschnappt hat und ihn mitgenommen hat, wo wir immer gesagt haben, Yoda, war natürlich nicht Yoda, der hieß anders, ist klar. Der hieß so ungefähr wie Grisou. Ne? So ungefähr. Ne? Der kleine Feuerwehrmann. Ach, war Spaß. Also wie gesagt, wenn ihr weiterhin Star Wars mögt und die Geschichten, will ich hoffen, dass ihr nicht der Geschichte unterliegt, der bösen Macht Corona. Die böse Macht Corona, die uns alle im Griff hat, im Jahre 2021, wo wieder mal nichts geht. Kein Ostern, kein Pfingsten,
Ja, und Feten und Feiern und andere schwachsinnige, digital gesteuerte Geschichten, die uns zum Denken anregen. Ich hoffe, ihr habt mal ein bisschen drüber nachgedacht.